Nicht vorwerfen kann man ihm allerdings, dass er die homoerotische Ebene, die Highsmith in ihrem Roman sehr klar formuliert, komplett ausgelassen hätte, denn das war damals in den Filmen nicht möglich. Das hätte die Zensur sofort auf den Plan gerufen. Und er hat mit dem männlichen Hauptprotagonisten, eben besagten Tennisspieler, auch eine Figur genommen, die auch schon in einem Film vorher, nämlich in Rope, leicht homoerotische Tendenzen aufwies. Also er durchaus versucht, diese Ebene, zumindest soweit es ihm möglich war, etwas zu erfüllen. Also das war für Hitchcock nicht das Problem. Aber natürlich hat er das nicht in der Art und Weise formuliert oder deutlich gemacht, wie das in dem Roman der Fall ist. Die berühmte Szene am Anfang von Strangers in the Strain ist, dass wir Brunos Schuhe sehen, wie sie in den Zug gehen. Und dann sehen wir die Schuhe von Gay Haynes, der auch in den Zug geht. Und die beiden gehen aufeinander zu. Wir sehen immer im Wechsel diese Schuhe und schließlich berühren sie sich unter dem Tisch. Das wird als ganz berühmte Szene geradezu gefeiert, wie man auf eine grafische und interessante Weise diese erste Begegnung, die ja den ganzen Film ausmacht, eben, oder den Roman auch, heißt ja nicht umsonst Strangers on the Train, also die sozusagen das filmisch umsetzt. Tatsächlich handelt es sich dabei natürlich um eine der üblichen interessanten Fetischobjekte, die Hitchcock ja sein ganzes Filmleben lang so motiviert haben, weil diese Schuhe natürlich fetischisiert vorgeführt werden, allerdings eben durchaus mit jener homoerotischen Komponente. Die Highsmith hat einige Sachen eingebaut, die das unterstreichen. Zum Beispiel heißt Guy, ist dann nicht weit entfernt von Gay. Also muss nur über das U ein A einsetzen, dann hat man sozusagen schon die eigentliche Problematik des männlichen Protagonisten, der ja durchaus verheiratet ist, vor sich. Also seinen homoerotischen Bezug zu Bruno, der ihm ja diesen Mord mehr oder weniger zukommen lässt. Also der ihn da hineinzwingt in dieses Mordschema. Das hat allerdings Hitchcock, und das hat die Highsmith eben sehr geärgert, dann nicht erfüllt. In dem Roman ist es ein wirklich Criss-Cross-Mord, also Bruno begeht den Mord für Guy, und Guy begeht dann umgekehrt den Mord für Bruno, bringt dessen Vater um. Soweit lässt Hitchcock es natürlich überhaupt nicht kommen, sondern bei ihm ist die Einteilung in Gut und Böse stringent geteilt. Bruno ist der pathologische Mörder, der Psychopath, der uns dann auch später im Psycho wieder begegnen wird und auch in anderen Hitchcock-Filmen vorkommt, zum Beispiel Francie. Und Guy ist der gute Tennisspieler, im Buch übrigens ein Architekt, also auch im Buch viel reflektierter, der aber diesen Gegenmord nicht begeht, sondern im Gegenteil zu dem Haus von Vaters, zum Haus von Bruno rennt und den Vater nachts warnen will, dass sein Sohn Pläne hat, ihn ermorden zu lassen. Dann aber gar nicht auf den Vater trifft, sondern eben auf Bruno selber, der diesen taktischen Zug natürlich vorher durchschaut hat. Ja. Das Finale im Karussell, wie ich schon sagte, ist das gigantische Moment, mit dem Hitchcock seinen Film explodieren lässt, also die Coda seines Films, also nach dieser Actionkette, die ich eben. Das Finale im Karussell, wie ich schon sagte, ist das gigantische Moment, mit dem Hitchcock seinen Film explodieren lässt, also die Coda seines Films, also nach dieser Actionkette, die ich eben zwischen dem Mörder, der das Feuerzeug am Tatort hinterlegen möchte, und dem Unschuldigen, der versucht, den Mörder davon abzuhalten. Das Ganze endet dann in einem Zweikampf, in einem Karussell. Das war natürlich die interessanteste Szene. Dieses Karussell dreht sich dann übermäßig schnell. Das wurde mit einer Hitchcock-Rückprojektion in einem Modell realisiert und ist sehr, sehr aufwendig gewesen. Und das ist natürlich auch bis heute sehenswert und entspricht eben der Kinoästhetik des Spektakels und des Rummels. Wir landen wirklich bei Hitchcock direkt wieder auf dem Jahrmarkt. Diese ganze Szenerie, also eine zweite Jahrmarktszene neben der ersten, denn der Mord fand ja auch auf dem Jahrmarkt statt. Eine zweite Jahrmarktszene gibt es in Patricia Highsmiths Roman selbstverständlich nicht. Und alles spitzt sich eben in der letzten halben Stunde auf diese große visuelle Show zu, und dieses Kinderkarussell ist der tödliche Ort, wo Bruno dann auch stirbt und damit der Mord sozusagen getilgt wird, indem der Mörder tot ist. Die andere Sache, die interessant ist und die dann schon mehr der Highsmiths Logik entspricht, ist, dass die Mordszene durch die Brillengläser von dem Opfer gefilmt worden. Die verliert vorher ihre Brille auf der Wiese, und durch diese Brillengläser ist dann wie ein Schatten schattenhaft
der Mord abgefilmt worden. Das ist natürlich sehr clever gemacht, weil durch diese indirekte Spiegelung das eine andere Mystifizierung und ein anderer Abstraktionsgrad der Mordszene selber erreicht. Und wenn Sie Psycho oder andere Filme von Hitchcock kennen, wissen Sie, dass er sich für die Ausgestaltung von Mordszenen immer besonders interessiert hat. Das ist bei der Highsmith anders, weil da das Soziopathische von Bruno viel stärker in den Vordergrund gerät. Dieses Zwischenspiel zwischen ihm und dem Opfer ist zwar bei Hitchcock auch da, aber es ist bei Highsmith noch viel stärker, weil wir die Psychologie von Bruno mitbekommen. Wir merken, wie er darin aufblüht. Wir merken, wie sich sein Größenwahnsinn über die bevorstehende Tat aller Raskolnikow ausbreitet und wie er das Ganze förmlich genießt. Das kann man in dem Film erahnen, aber es ist nicht zu sehen. Im Film sehen wir vielmehr ihn auch als bedrohliche Gestalt für das Opfer. Also haben wir eine ganz andere Perspektive mit drin. Wie gesagt, also diese dunklen Untertöne, die in dem Highsmith-Roman eine große Rolle spielen, auch später bei dem Gegenmord, nenne ich das jetzt mal, den der Guy begeht, da macht Hitchcock überhaupt nicht mit. Das heißt, er sozusagen auf einer viel gewöhnlicheren, normaleren, konsumierbareren Ebene und nimmt damit eigentlich dem Ganzen auch die Spitze. Was er hingegen macht, ist, er staffiert die Misogynie des Romans dementsprechend weiter aus. Er hat ja, wie wir wissen, einen großen Spaß am Sadismus. Ich hatte eben diese Szene mit seiner Tochter bereits erklärt, das ist natürlich auch in den Filmen unentwegt drin. Und das mochte er schon an dem Roman und das hat er natürlich dementsprechend auch in Szene gesetzt. Aber darum geht es der Highsmith letztendlich nicht, sondern es geht hier nicht bloß um den Sadismus, sondern es ging eher mehr um die Psychopathologie dieses Sadismus, der mit diesen Größenwahnsfantasien gepaart ist. Und so tief geht eben Hitchcock in den Stoff nicht hinein, zu unserem großen Bedauern. Wo man eben sieht, dass er eben doch eher Situationen inszeniert und keine psychologischen Personen. Die interessieren ihn nur am Rande, trotz der Affinität zur Psychoanalyse. Ist das alles sehr flach gehalten. Aus einem Frauenfilm wird im Grunde, weil eben die männliche Pathologie gar nicht extrem eingehend geschildert, sondern eher dargestellt wird, ein Männerfilm. Es geht eben eher darum, die Lust dieser Pathologie für das Publikum papabel zu machen. Und es kommt zu Action anstatt zu Psychologie. Eine Typisierung, Stilisierung findet statt, die allerdings für Filme typisch ist. Es muss ja in 90 Minuten auch ein ungefähr sechsstündiger Roman, man bräuchte ungefähr 6 Stunden, um den zu lesen, gemacht werden. Die Charakterentfaltung und das echte psychologische Verständnis bleiben zurück. Darüber dann eben die Fetischisierung. Es sind nicht nur die Schuhe, sondern auch das Feuerzeug und die Brillengläser sind natürlich in gewisser Art und Weise bei Hitchcock dann Fetischobjekte, die sozialen Relationen bei ihm extrem organisieren. Dass die Liebesebene, die in dem Film eine so große Rolle, die Liebesgeschichte zwischen seiner neuen Frau Anne und dem Guy Haines, die in dem Roman eine wirklich tragende Rolle spielt, wird nicht ernst genommen. Und hier, an dieser Stelle, gibt es einen Kommentar von Patricia Highsmith, die das selbst gesagt hat. Sie sagte später irgendwie, dass durch die Änderung des Berufs, also vom Tennisspieler zum Architekten, schon alleine Hitchcock ihren Film ruiniert hätte. Das mag übertrieben sein, aber das ist natürlich auch nicht ganz falsch. Er habe aus der Frauenfigur einen Steinengel gemacht und es wäre klar, dass der männliche Protagonist in diese Frau nicht wirklich, die so distanziert ist wie alle Hitchcock-Frauen, nicht wirklich verliebt sein könnte. Und das Hauptargument ist natürlich, dass Guy Haines den Mord nicht begeht, den er begehen müsste, um die psychologische Dramaturgie ihres Romans, um der nachzukommen. Das ist dann später passiert in den Verfilmungen von Ripley, da wird man eher in diese für Highsmith typische Perspektive gerückt, sich mit dem Mörder identifizieren zu müssen, weil er letztendlich keine negative Figur ist. Wie gesagt, das ist die Dramaturgie ihres Romans, um der nachzukommen. Das ist dann später passiert in den Verfilmungen von Ripley, da wird man eher in diese für Highsmith typische Perspektive gerückt, sich mit dem Mörder identifizieren zu müssen, weil er letztendlich keine negative Figur ist.
wie gesagt, es sind Situationen inszeniert und keine psychologischen Personen. Die interessieren ihn nur am Rande, trotz der Affinität zur Psychoanalyse. Ist das alles sehr flach gehalten. Aus einem Frauenfilm wird im Grunde, weil eben die männliche Pathologie gar nicht extrem eingehend geschildert, sondern eher dargestellt wird, ein Männerfilm. Es geht eben eher darum, die Lust dieser Pathologie für das Publikum papabel zu machen. Und es kommt zu Action anstatt zu Psychologie. Eine Typisierung, Stilisierung findet statt, die allerdings für Filme typisch ist. Es muss ja in 90 Minuten auch ein ungefähr sechsstündiger Roman, man bräuchte ungefähr 6 Stunden, um den zu lesen, gemacht werden. Die Charakterentfaltung und das echte psychologische Verständnis bleiben zurück. Darüber dann eben die Fetischisierung. Es sind nicht nur die Schuhe, sondern auch das Feuerzeug und die Brillengläser sind natürlich in gewisser Art und Weise bei Hitchcock dann Fetischobjekte, die die sozialen Relationen bei ihm extrem organisieren. Dass die Liebesebene, die in dem Film eine so große Rolle, die Liebesgeschichte zwischen seiner neuen Frau Anne und dem Guy Haines, die in dem Roman eine wirklich tragende Rolle spielt, wird nicht ernst genommen. Und hier, an dieser Stelle, gibt es einen Kommentar von Patricia Highsmith, die das selbst gesagt hat. Sie sagte später irgendwie, dass durch die Änderung des Berufs, also vom Tennisspieler zum Architekten, schon alleine Hitchcock ihren Film ruiniert hätte. Das mag übertrieben sein, aber das ist natürlich auch nicht ganz falsch. Er habe aus der Frauenfigur einen Steinengel gemacht und es wäre klar, dass der männliche Protagonist in diese Frau nicht wirklich, die so distanziert ist wie alle Hitchcock-Frauen, nicht wirklich verliebt sein könnte. Und das Hauptargument ist natürlich, dass Guy Haines den Mord nicht begeht, den er begehen müsste, um die psychologische Dramaturgie ihres Romans, um der nachzukommen. Das ist dann später passiert in den Verfilmungen von Ripley, da wird man eher in diese für Highsmith typische Perspektive gerückt, sich mit dem Mörder identifizieren zu müssen, weil er letztendlich keine negative Figur ist. Wie gesagt, das alles hat Hitchcock ausgespart. Und er hat zum Beispiel auch ausgespart solche Bemerkungen wie diese aus dem Roman. Ich gehe jetzt nochmal am Ende auf den Roman selber ein. Ich hoffe, er hat zum Beispiel auch die, wie Paul Ingenderry, der diesen Roman auch super kommentiert hat, super tolles Nachwort dazu geschrieben, auch über Hitchcock. Er hat, wie Paul Ingenderry gesagt hat, die Kunstphilosophie, die in diesem Debütroman oder die für Debütromane einfach